Ich war krank. Erschöpft und todkrank infolge der langen Todesangst. Und als man mir die Fesseln löste und mir erlaubte, niederzusitzen, fühlte ich, dass mir die Sinne schwanden. Das Urteil. Das entsetzliche Todesurteil war der letzte Ausspruch, den meine Ohren deutlich vernahmen. Hiernach schmolzen die Stimmen der Richter in ein traumhaftes, ununterbrochenes Summen zusammen, das in meiner Seele die Vorstellung eines Kreislaufs erweckte, vielleicht weil es an das Sausen eines Mühlrades erinnerte. Es dauerte nur kurze Zeit, denn bald hörte ich nichts mehr. Doch sah ich noch eine Zeit lang. Aber in welch seltsamer, schrecklicher Verzerrtheit erschien mir alles. Ich sah die Lippen der schwarz gekleideten Richter. Sie erschienen mir weiß, weißer als das Blatt, auf das ich diese Worte schreibe. Und dünn bis zur Groteske, dünn und grausam fest geschlossen, dünn in unbeweglicher Härte, in strenger Verachtung aller Menschenleiden. Ich sah, dass Aussprüche, die mein Schicksal bedeuteten, noch immer über diese Lippen kamen, sah, wie sie sich im Sprechen des Todesurteils verzerrten, sah sie Silben meines Namens bilden und ich schauderte, weil kein Laut zu hören. Ich sah auch für ein paar Augenblicke wahnsinnigen Schreckens das leise, kaum wahrnehmbare Schwanken der schwarzen Stoffe, mit denen die Wände des Gemachs bekleidet waren, und dann fiel mein Blick auf die 7 hohen Kerzen auf dem Tisch. Gestalten wurden gleichgültige Gespenster. Im Kopf eine Flamme war und ich sah, dass von ihnen keine Hilfe kommen konnte. Und dann stahl sich in meine Seele gleich einem vollen, tröstenden Akkord der Gedanke, wie köstlich sie wohl im Grabe saßen. Dann kam sanft und verstohlen. Es dauerte lange, bis er in voller Klarheit vor mir stand. Gerade als mein Geist im Land begriff, ihn gleichsam innig fühlte, verschwanden wie durch Zauberschlag die Lichter vor meinen Blicken. Ohne Kerzen versagten uns nichts, ihre Flammen loschen aus, schwarze Finsternis siegte. Dann war meine Welt hier Schweigen und Stille und Nacht. Kann ich nicht sagen, dass mein Bewusstsein geschwunden war. Wie viel davon noch liegt, will ich nicht versuchen zu enträtseln oder zu beschreiben. War nicht alles geschwunden. Im tiefsten Schlummer, nein, im Delirium, nein, in Ohnmacht und Betäubung, nein, im Tode, nein, selbst im Grabe ist nicht alles Bewusstsein geschwunden. Sonst gäbe es keine. Aus dem tiefsten Schlummer erwachen, zerreißen wir das Spinngewebe eines Traumes. Bei dem Erwachen aus einer Ohnmacht gibt es zwei Stadien. Zuerst das Gefühl geistigen oder seelischen, dann das Bewusstsein über die Vergangenheit. Es ist wahrscheinlich, dass wir, falls es uns gelänge, im zweiten Zustand die Eindrücke des ersten zurückzurufen, diese Eindrücke vollfänden von Erinnerungen aus dem Abgrund des Jenseits. Und dieser Abgrund ist was? Wie sollen wir seine Schatten von denen des Grabes unterscheiden? Wenn nun aber die Eindrücke dessen, was ich den ersten Zustand nannte, nicht willkürlich hervorgerufen werden können, der gehört nicht zu denen, die oft in der coolen Glut seltsame Paläste und merkwürdig bekannte Gesichter schauen. Gehört nicht zu denen, die in der Luft düstere Visionen erblicken, die der Menge verborgen bleiben. Gehört nicht zu denen, die über den Duft einer